أيام. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Das Thema der heutigen Freitagspredigt behandelt die Tugenden des Monats Dhul-Hijja. Liebe Geschwister, jetzt am Wochenende beginnt nach der islamischen Zeitrechnung ein neuer Monat namens Dhul-Hijja. Dieser ist einer der vier besonders von Allah geschützten Monate im Jahr. In diesem Monat fallen die besten 10 Tage des Jahres, in denen die intensiven Formen der Anbetung, wie das Fasten, die Andacht, das Schlachten und Ausgeben von Spenden und Almosen von Allah besonders vermehrt werden. In Sura al-Fajr heißt es in den ersten beiden Versen: Bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten. Weiter heißt es zum Schlachten in Surat al-Hajj im Vers 28, damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an den 4 Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Esst selbst davon und gebt dem Elenden, dem Armen zu essen. In diesen 10 Tagen sollen sich die Muslime dem Gebet und der Verrichtung der übrigen gottgefälligen Anbetungsformen widmen, um Allah zu dienen und sich ihm zu nähren. Am 9. des Monats Dhul-Hijja ist der Tag von Arafat. An diesem Tage ist es den Muslimen besonders empfohlen, zu fasten. Der Gesandte Allahs, Friede und Heil auf ihm, sagte: Wer um Allahs Willen pilgert und begeht weder Ehebruch noch Unsittlichkeiten, kehrt zurück zu dem Zustand, in dem er von seiner Mutter auf die Welt gebracht wurde. Subhanallah. Liebe Geschwister, in diesem Monat sind wir ganz besonders dazu aufgerufen, unsere Sünden zu unterlassen, Streitigkeiten zu beenden und die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Denn Allah liebt fürwahr die Anstrengung seiner Diener zum Guten und Allah lehnt fürwahr das Schlechte ab. Liebe Geschwister, wir möchten euch auch daran erinnern, dass diese Moschee auf eure Hilfe angewiesen ist. Bitte spendet für eure Moschee. Außerdem senden wir, wie in den vergangenen Jahren auch, die diesjährigen Spenden zum Schlachten am Opferfest nach Somalia. Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, kann ebenfalls die Spenden dafür beim Vorstand abgeben. Übernächste Woche Dienstag findet hier in der Moschee um 6.30 Uhr das Festgebet zum Opferfest statt. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, müsst ihr euch per WhatsApp vorher anmelden. Die Kontaktnummer bekommt ihr am Ausgang. Außerdem werden wir heute gegen 14.20 Uhr Besuch bekommen von einem Kandidaten der SPD für den Deutschen Bundestag. Er kommt in Begleitung des Wormser Stadtrates Carlo Riva. Wer Interesse hat, kann gerne gleich im Anschluss hierbleiben, um an einer Diskussion teilzunehmen. Ich sage dies und bitte Allah um Vergebung.